Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Ich war wieder fleißig und habe mir ein paar Kisten gesammelt. Und diesmal haben wir die Kisten hier von dem Ventier-Event, hier Kriegskassette des Ernters. Und diese Kriegskassette kriegen wir, wenn wir eine Ventier-Invasion hier im Schlund haben. Und zwar sind die Ventier-Invasionen, ja, wie alle anderen Invasionen im Schlund, immer eine halbe Woche lang da. Heißt, von Mittwoch bis Samstag oder dann halt von Samstag bis Dienstag, 3,5 Tage, hat man immer Zeit, diese zu absolvieren. Und ja, wenn man die 4 Quests und dann das Endevent spielt, gibt es dann immer eine Kiste pro Char. Heißt, wenn man diese farmen möchte, hat man halt nur immer alle 2 Wochen die Chance, mit einem Char eine Kiste zu ergattern. Es gibt insgesamt 4 Invasionen, bei 3 gibt es tatsächlich einen Mount. Und ich hatte ja euch schon das gezeigt von der Nightfee, vom Nightfee-Event, da haben wir auch schon 10 Kisten aufgemacht. Da war leider das Glück nicht auf meiner Seite, aber ich hoffe, bei den Ventier-Kisten sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Jetzt schauen wir uns einmal das Mount an, und zwar Krieg... Hier. Holy moly, meine Tastatur trollt mich mit Doppel-E. Ich sag's euch, seit ich da Cola reingeschüttet habe. Hier haben wir's. Flatterschwinge des Ernters. Die brauchen wir. Und ja, ich würde sagen, wir machen 10 Kisten auf. Das Mount hat, was ich nachgeguckt habe, 4% Drop-Chance. Also gar nicht so verkehrt. Und hier sind wir auf dem ersten Twink. Und dann würde ich sagen, drückt mir die Daumen. Kiste Nummer 1. Was haben wir drin? Seelenglut, Stygia und ein Conduit-Teil. Ja gut, komm, Conduit. Beim Twink können wir es einlagern, der kann das gebrauchen. Dann swappen wir gleich weiter hier und sind hier auf dem anderen Char. Und hier haben wir auch noch eine Kiste. Kiste Nummer 2. Hier gut, hier gibt es ein paar Rubine, auch wieder ein Conduit-Teil. Das war leider auch leider eine Nullnummer. So, sind wir auf den nächsten Twinks weitergelockt. Hier haben wir auch wieder eine Kiste. Schauen wir mal rein. Was haben wir da gekriegt? Eine Kettenbrust und ein bisschen Conduit-Gedöns. Naja, zumindest ist ein Gear-Upgrade für den Twink besser als nix. Das war leider na, bis aufs Gear nix Tolles. Dann haben wir hier Kiste Nummer 4. Haben wir leider auch nur Conduit. Gut, dann sind wir auf dem nächsten Char. Hier haben wir dann Kiste Nummer 5. Da war nicht mal ein Conduit-Teil drin. Ganz schön enttäuschend. Dann müssten wir hier Kiste Nummer 6 haben. Wo liegt sie rum? Da unten. Nee, das ist eine Necro-Kiste. Hier haben wir sie. Da war jetzt ein Transmog-Umhang drin. Den hatte ich aber schon. Ein Conduit, ein bisschen Seelenglut. Das brauchen wir tatsächlich auch nicht. So, dann sind wir auf den nächsten Char gelockt. Und zwar sind wir auf meinem Main. Schauen wir mal, ob der mir Glück bringt. Oder auch nicht. Das müsste jetzt Kiste Nummer 7 gewesen sein. Naja gut, wir haben hier so ein paar Epic-Teile gekriegt. Zumindest das. Und Handgelenke. Aber die brauche ich halt definitiv nicht. Okay, so viel dazu. Dann schauen wir mal bei dem Monk hier. Wo haben wir da die Kiste? Hier unten. Das ist Kiste Nummer 8. Da haben wir leider auch kein Glück. So, dann haben wir noch 2 Kisten. Drückt mir die Daumen, dass da das was rauskommt. So, lala, dann haben wir die 2 letzten Tries. Und zwar haben wir hier unten Kiste Nummer 9. Schauen wir mal. Da hatten wir jetzt irgendeinen Transmog drin, was ich noch brauchen konnte. Aber leider auch kein Mount. Und hier die Conduit-Teile, ne? Ziehen wir das mal an. Und dann schauen wir mal rüber auf die letzte. So, letzter Char. Drückt mir die Daumen. Nix war's. 10 Kisten, 10 mal nix. Naja, schade. Schade, schade. Dann muss ich wieder losziehen und noch ein paar Kisten farmen beim Event. Und ja, sobald ich dann wieder genug habe, melde ich mich wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.